Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ja, wir sind hier zuletzt bei Bisarane gewesen. Und wir machen jetzt den Quest Die Ältesten. Ich wurde von Bisarane gebeten, ins südliche Chlorikon zu reisen. Im Verlies Dalmarok muss ich zwei ehemalige Mitglieder des Hauses der Sorgen finden, die als Ältesten bekannt sind. Wenn ich sie überzeugen kann, in die Grube zurückzukehren, helfen sie Bisarane, die Sorgen zu finden und sie vor den Tuatha zu beschützen. Und das machen wir jetzt mal. Und es wird ja echt spannend hier langsam. Es ist eh schon die ganze Zeit, aber ich habe das Gefühl, wir nähern uns dem Questende. So langsam. Naja, mal gucken, wann das Haus der Sorgen durchgekaut ist. Mal schauen. Je nachdem natürlich auch immer, wie lange hält die Rüstung, wie lange halten Tränke, die ich habe. Muss ich zwischendurch nochmal hin und her reisen. Das sind ja immer so die Dinge, die einen ein bisschen davon abhalten, Quests schnell zu lösen. So, wo darf es denn jetzt mal hingehen? Hierhin, nach Dalmarok. Und da kann ich nicht hin, also gehen wir wieder hier in das Lager. Wenn ich mich nicht täusche, dürfte hier sogar noch ein Heiler sein. Und wenn ich habe, glaube ich, nicht genug Geld. Aber wenn ich Geld hätte, könnte ich meine Krankheit wenigstens mal heilen. Das wäre natürlich schön. Ach ja, hier unten stehen ja auch gerade die Techniken. Eigentlich müsste ich mir das auch nochmal angucken. So, hallo. Wer kann mir denn mal helfen? Du bist Brun. Du bist ein Alpha-Soldat. Bist nicht du der Heiler? Du bist du der Heiler? Nun, ich wusste, ich bin Sergeant Odi, zweifach. Wir sehen uns. Kein Heiler in Sicht. Dann war das einfach nur... Dann ist es einfach nur für Brun hier, das Lager. Aber gut zu wissen, dass hier Brun rumhängt. Wissen wir auch gleich, wo der ist. Ich traue mich hier immer gar nicht einfach rumzulaufen, weil die Gegend ja doch noch relativ unbekannt ist. Mache ich mal hier einen Abstecher. Da hinten begegnen wir ihm bestimmt gleich wieder irgendwelche Feinde. Hier ist irgendwo ein Versteck. Gucke ich mir gleich mal an. Na super. Die hat ja sogar Brüste. Wusste ich ja jetzt erst. Wo ist sie denn? Da. Ach, nun mach schon. So, was habt ihr Schönes für mich? Napolsborke, Napolsborke, Napolsborke. Oh ja, das schnell hintereinander sagen. Napolsborke, Napolsborke, Napolsborke. Und eigentlich noch schneller. Ja, da sind wir also wieder in einem unbekannten Gebiet. Zur Waage gehen. Wie sieht's eigentlich aus hier mit, naja, 5 Tränke, das ist eigentlich noch okay. Keine Reagenzien gefunden. Immer so kurz vorm Sterben und dann doch nicht wollen. Ja. Das finde ich irgendwie gar nicht so toll. So, wir laufen mal die Treppen hoch. Gucken uns den Laden mal an hier. Können wir hier die aufmachen? Oh, können wir sogar. Gegner!
kommen immer Gegner. Wo sind sie? Wo seid ihr? Da. Hallo. Nicht in Ordnung. Na. Nein! Wie schlecht kämpfe ich denn bitte heute? Och, nö. Nö, nö. Nö. Muss ich jetzt... Oh, wie schlecht bin ich denn? Ach, ich darf hier nochmal anfangen? Oder was? Oh Mann, das ist aber trotzdem scheiße. Tut mir echt leid, Leute. Ich habe mich gerade nicht konzentriert und mich nicht schnell genug geheilt. Eigentlich sollte man die ja hinkriegen. Ich sollte wirklich öfters mein Schild benutzen. Aber die hatten doch... Das letzte Mal hatten die was für mich ja dann nicht. Dann nicht. Dann machen wir das jetzt eben nochmal. Wieder die Treppe hoch. Ich kann es ja auch lassen, mit dem diesmal nach links und rechts gehen. Könnte ja auch gleich hier anfangen. Oh oh. Ja, ja, ja. Ihr seid alle so aggro. Nein, 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 nicht sterben. Nein, nicht sterben, habe ich doch gesagt. Mach das Vieh fertig! Nein, 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 nein. Und warum ruckelt das so? Das bringt irgendwie gar nichts. Nein! Das war doch... Was ist denn nur los mit mir? Das ist voll peinlich, was ich hier mache. Das ist gerade, als ob ich so gar nicht aufnehmen würde. Als ob ich so gerade einfach nur für mich alleine spiele. Boah! Alter! Leck mich! Ich könnte jetzt auch einen Cut machen, aber ich lasse es einfach mal. Ich lasse den ganzen depressiven Scheiß einfach mal hier drinne.
Hallo? Ja! Mein Gott, brauchen die auch lange immer. Das ist unglaublich. So, jetzt kommen die wieder. Ich war so kurz davor, ne? Kurz davor, das blöde Kackvieh hier hinzukriegen. Da ist sie, Tittenmami. Hallo, hört doch mal auf. Warte mal. Den nehmen wir auch mal gleich. Ja, kannst du mal... Da, den will ich haben. Und hey, warum bin ich eigentlich so nicht gar nicht stark irgendwie? Das nervt mich. 34, 30, 38, die sind alle irgendwie so lala. Komme ich hier vielleicht mal... Ich nehme jetzt mal die Feinklingen hier. Warum sind meine Tränke weg? Habe ich die alle verballert? Ja, roll dich nicht weg. Ist okay. Mir geht's ja gar nicht scheiße. Warum sind alle meine Tränke weg? Habe ich die rausgenommen? Ja... Das ist voll die scheiß Runde. Tut mir leid, wie gesagt. Konsumgut. Bla bla bla. Ja. Endlich. So, jetzt wären aber die anderen wieder angebracht. Da ist egal, welche wir jetzt nehmen. Habe ich irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, kämpfe ich so viel schlechter als sonst oder was ist los mit mir hier? Ich habe keine Ahnung. Ich komme irgendwie gerade nicht klar. Ist halt irgendwie so. Tut mir leid. Vielleicht gebe ich mir tatsächlich nicht genug Mühe. Huch, wo sind wir denn jetzt hier? Okay. Ah, oh, da ist ja noch so ein Singstein. So einen hatten wir ewig nicht. So seltsam wirkt das nicht. Es gibt gewiss viele, die in ihrer Jugend Ähnliches erlebt haben. Doch natürlich lasse ich etwas aus. Ich sprach von der Unruhe in meiner Seele. Ich kenne sie gut. Als ich jung war, besuchte mich etwas, das wie nichts aus dieser Welt war. Ein himmlisches, geisterhaftes Etwas. Ich nannte es einen göttlichen Geist, denn ich kannte kein besseres Wort dafür. Dieses Etwas war kein Feier. Doch besaß es eine Zeitlosigkeit wie ein Feier. Es war von einer leuchtenden Aura der Magie umgeben. Ich hatte keine Angst. Denn dieser göttliche Geist strahlte einen ruhigen.
Manchmal geht es eben schnell und manchmal eben nicht. Und was immer doof ist, ich sollte einfach stehen bleiben und den Singstein einfach mal zuhören und nicht immer weiterlaufen, weil dann verstehe ich selber nichts mehr. So, vielleicht sollte ich an der Stelle auch mal speichern, weil das ja irgendwie nicht so einfach alles jetzt lief. Ja. Okay. Du berührst den Siegelstein, aber es scheint nichts zu geschehen. Nee. Was ist jetzt? Oh, 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 oh. Wer kommt hier? Was ist mit denen denn los? Wieso hauen die ab? Was ist nun los? Was war das denn jetzt hier für eine Aktion? Okay. Da kommen die nächsten. Von wo kommt ihr alle? Hi. Dass die immer erstmal so... Ich weiß auch nicht. Was machen die hier? Hm. Okay. Okay. Komme ich jetzt von da oder komme ich von da? Ich gehe mal hier lang. Ich denke, das ist der richtige Weg. Ach. Ja. Ich habe Angst. Hallo, Alarane. Wie sonderbar. Ihr seid sterblich. Und doch heilt in euren Schritten eine größere Bürde wieder, als sie eine Sterbliche je tragen sollte. Noch erstaunlicher ist jedoch eure Anwesenheit hier. Die große Waage bewegt sich nicht grundlos, noch wird meine Besinnung ohne Anlass unterbrochen. Wie lauten eure Absichten? Bisarane muss die Sorgen finden. Und so werde ich also endlich wieder ausgegraben. Allerdings ist Bisaran nicht der König der Sorgen, von dem ich gehofft hatte, dass er mich rufen würde. Es ist wahr, ich kenne den Ort, an dem sich die Sorgen befinden. Sie waren zwar niemals dazu gedacht, wiedergefunden zu werden, aber ebenso wenig sollte sie sich jemand zunutze machen. Bevor ich gehe, muss ich euch bitten, meinen Gegenpart Kelroth zu wecken. Die Ewigkeiten haben unsere Wege zusammengeführt und ich werde mich nicht jetzt von ihm trennen. Was macht ihr hier? Es ist eine Art Buße. Vor langer Zeit dienten Kelroth und ich dem trauernden König. Wir waren die ersten der Fürsorger und Schürfer. Doch schon bald verließ der trauernde König diese Welt und ging nach Ishara. Und als er dies tat, hörte das Haus auf, den Tod zu verehren und begann stattdessen, dem Hof des Winters zu dienen. Doch das war nicht das, weshalb wir dem trauernden König folgten. Also kamen wir hierher, um über den Tod nachzusinnen. Denn genau das hätte der trauernde König gewollt. Tut es einfach ohne ihn. Ich werde Kelroth finden. Dann werde ich den finden. Als wir hierher kamen, schworen wir, uns erst wiederzusehen, wenn unsere Besinnung abgeschlossen wäre. Ich dachte, dieser Tag würde niemals kommen. Da ich auf der einen Seite der Waage war, werdet ihr ihn auf der anderen finden. Ich werde nun diese Kammer verlassen und warten, bis ihr ihn gefunden habt. Wo ist er? Er befindet sich auf der anderen Seite der großen Waage. Ihr werdet die Waage wieder ins Gleichgewicht bringen müssen, um ihn zu erreichen. Okay. Sag mal was über dich. Wir waren die ersten aller Schüler des trauernden Königs. Wir standen am Rande der Grube und wurden Zeugen, wie er unser Volk in etwas Größeres verwandelte.
Wir schworen, diese Erinnerung niemals verblassen zu lassen. Obwohl der Tod nach uns rief, verblieben wir in dieser Welt, um das Wissen des trauernden Königs zu bewahren. Es war Kelrod, mit dem ich, gemeinsam mit dem trauernden König, den Aufstieg des Winters beobachtete. Wir waren vom Schicksal dazu bestimmt, die erste Fürsorgerin und der erste Schürfer zu sein. Ich glaube, wir haben zu lange voneinander getrennt in diesen Gedanken verharrt. Sobald diese Angelegenheit vorüber ist, sollten wir uns wieder vereinen. Uhu, okay. Er war der erste König des Hauses der Sorgen und vielleicht der größte Winterfeier, der je einen Fuß in diese Länder setzte. Er lehrte uns zu schürfen und die Bürde des Winters zu tragen. Doch als die Reiche des Winters von dieser Last befreit waren, verließ der trauernde König diese Welt, um niemals zurückzukehren. Dieses Ereignis ist lange her. So lange, dass ich mich nicht einmal mehr an sein Gesicht erinnern kann oder an seine Ausstrahlung. Aber sie war mächtig. Sich in seiner Gegenwart zu befinden, hieß, die Sorgen unseres Volkes zu kennen. Und du hast eine Krankheit eingefangen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Es war nett, dich kennenzulernen. Hier hätten wir dann noch eine Kiste. Das ist schön. Es ist alles voll. Ich werde das hier gleich mal alles überprüfen. Und sollte euch eigentlich auch immer mal zwischendurch, finde ich, auf dem Laufenden halten, was ich eigentlich an Waffen im Moment so habe und benutze und überhaupt, was ich immer so alles Schönes finde. Das zeige ich euch gar nicht alles immer. Aber ihr seht es vielleicht beim Kampf immer oder im Inventar so nebenbei, dass sich das ja sowieso immer stetig wechselt. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, dann sterbe ich nicht tausendmal. Werden wir ja sehen. Bis dann.